hier für euch gesammelt. Kräuter der Saison. Wilden Mangold, Spitzwegerich, Kneippkraut, dann den Fenchel, den wilden Rapa, also den wilden Raps und hier den wilden Mangold. Insgesamt alle Bienen natürlich unheimlich wichtig für uns, für die Mandeln. Wir haben insgesamt 22 Bienenvölker auf Esfanga, die alle eine bestimmte Aufgabe haben. Unsere Bienen dürfen ihren Honig selber fressen, weil die sehr viel arbeiten für uns und natürlich auch viel Kraft brauchen. Und der Honig alle Immunstoffe hat, die so eine Biene braucht. Das ist jetzt das reine Mandelöl, so wie es rauskommt. Wenn Sie auch mal fühlen, wie schön die Haut wird, das ist ein unglaubliches Naturprodukt. So, das ist jetzt der Mandelkuchen, der da vorne rauskommt. Da kann man schon mal sehen, wie aufwendig diese Herstellung von gutem Öl ist. Also wenn man reines Mandelöl haben will, dann hat es auch seinen Preis. Da aus dem Mandelkuchen machen wir Pferdeleckerlis und die freuen sich. Das Pferd läuft im Wasser und trainiert sich praktisch im Wasser. Man kann auch in fließende Gewässer gehen, aber wir müssen, wie gesagt, speziell auch auf Mallorca aufs Wasser enorm achten. Ansteigende Fußbad ist sensationell bei Erkältung, wenn so eine Erkältung kommt, um die gar nicht erst ausbrechen zu lassen, sondern vorher sozusagen zu bekämpfen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ja heute Sporttag und ich mache euch jetzt als erstes einen grünen Smoothie nach Kneipp, weil ein grüner Smoothie vereint eigentlich den ganzen Kneipp in einem Glas. Also es ist drin ein Teil Wasser, ein Teil Obst und ein Teil Grün. Ich habe ganz viele Kräuter gefunden vor allem, und das fand ich total spannend, die der Kneipp eigentlich auch schon verwendet hat. Zum Beispiel die Aloe und die Agave haben wir geerntet und gekocht. Und ich habe natürlich grüne Smoothies gemacht. Bewegung bringt der Mixer rein und natürlich hat man sie beim Sammeln.
mitmachen. Kneipp hat ja das Mandelöl als das wertigste aller Öle in seiner Hausapotheke ausgelobt, als entzündungshemmend äußerlich und innerlich anzuwenden bei Magenproblemen wie auch bei Ekzemen. Und ich persönlich bin aufs Mandelöl gekommen, als ich schwanger war, weil das Mandelöl ist das Beste zur Vorbeugung gegen Schwangerschaftsstreifen, weil es so fein ist, dass es von der Haut optimal aufgenommen wird. Wir haben unsere tollen Tage verbracht, Sonne, Mandelblüten. Es war ganz, ganz wunderbar und ich danke euch, dass ihr da wart.